Er ist wieder da. Mein Rechner. Das bedeutet natürlich auch, dass ich wieder da bin mit ein paar neuen Videos im Gepäck. Vielleicht vorab ein paar Takte zur Situation, bevor wir hier ins Thema der heutigen Folge einsteigen. Die Grafikkarte hatte den Dienst quittiert für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das war einfach der Grund, warum hier keine Videos kamen. Hat bedeutet, ich musste den kompletten Rechner einschicken. Das war alles noch im Garantiezeitraum, also kein Problem. Der wurde dann schön durchgetestet. Einem Stresstest unterzogen. Am Ende des Tages wurde die Grafikkarte ersetzt durch eine neue, nicht 1:1, denn die RTX 2080 wird gar nicht mehr hergestellt mittlerweile. Stattdessen habe ich jetzt eine RTX 2080 Super verbaut. Die ist halt minimal besser, würde ich sagen, schneidet ein bisschen besser ab in den Benchmark-Tests. Ich werde wahrscheinlich keinen Unterschied merken, aber wie dem auch sei, das passt schon so. Nehme ich gerne mit. Was die Videos angeht, das muss ich gerade noch erwähnen an der Stelle. Es wird nicht sofort im selben Pace, im selben Rhythmus, im gewohnten Rhythmus weitergehen. Und es wird wahrscheinlich erstmal nicht jeden Tag ein Video geben. Das dauert halt jetzt einfach eine ganze Weile. Ich war halt 3 Wochen oder fast 4 Wochen, würde ich sogar sagen, raus. Und konnte kein einziges Video aufnehmen, konnte selbstverständlich auch nichts basteln und dergleichen. Also ich fange so ein bisschen bei Null an, was das ganze Videomaterial für die YouTube-Folgen angeht. Und das wird jetzt einfach eine Weile dauern, bis sich da der Rhythmus wieder normalisiert. Voraussichtlich, also ich denke mal so Anfang bis Mitte Oktober haben wir den normalen Rhythmus wieder erreicht, hat einfach zeitliche Gründe. Und darüber hinaus kommt dann auch einfach noch ein Urlaub dazwischen. Jetzt Ende des Monats bin ich nochmal für knapp 2 Wochen weg. Auch, also da werde ich natürlich auch keine Möglichkeit haben, da irgendwas zu machen. Und dann danach wird sich das alles wieder einigermaßen einpendeln. Und voraussichtlich, wenn alles gut geht, werden wir dann auch irgendwann, vielleicht Ende Oktober, sagen wir mal, das dürfte realistisch sein, mit einer neuen Karte hier in Transport Viva 2 durchstarten. Sofern denn dann hier wirklich auch die letzten Themen ordentlich abgearbeitet sind. Eins dieser Themen flimmert schon in Form einer Zeitraffer hier über die Bildschirme der Republik. Ja, man kann es vielleicht schon so einigermaßen erkennen, das ist eben ein alter, stillgelegter Güterbahnhof, der befindet sich im Bauabschnitt, ja, kurz vor Friedrichsburg. Also das hat ja nochmal so einen kleinen Vorort in Form dieser etwas vorgelagerten, ja, nennen wir sie mal Insel, die ist halt so eingesäumt von den Flüssen, die dort entlang fließen. Und dort habe ich mir überlegt, weil mir einfach nichts Besseres eingefallen ist, hier nochmal ein bisschen was Richtung Lost Place zu veranstalten. Und das ist eben dann in Form eines alten Güterbahnhofes geworden. Und da war auch irgendwann vor langer Zeit, gab es hier mal so eine Art Hafenareal, also eine Verladestelle vom Schiff auf die Schiene und umgekehrt. Und das soll dieses ganze Gebilde eben darstellen. Oder die Überreste davon. Ne? Das ist natürlich alles längst stillgelegt. Die Hafenanlagen an sich sind auch schon abgebaut worden. Friedrichsburg hat ja einen Hafen. Das ist dann sozusagen der Nachfolger von diesem Areal. Das wurde alles mal irgendwann, also geografisch verschoben sozusagen. Der alte Hafen, der alte Güterbahnhof stillgelegt und durch einen neuen, moderneren ersetzt. Und das ist jetzt hier eben die verfallene alte Version und ihr seht ein bisschen was zur ganzen Entstehungsgeschichte hier in Form der Zeitraffer. Die Gleise liegen noch, ansonsten ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben von der ganzen Geschichte. Das hier ist sozusagen noch der Brückenkopf, da ist irgendwann vor langer Zeit eben mal eine Brücke über den Fluss hier drüber gegangen. Die wurde irgendwann gesprengt oder abgerissen oder wie auch immer und durch neuere Brücken ersetzt. Aber die Gleise liegen noch da und ihr werdet ja gleich sehen, das wird dann alles noch schön zugewuchert werden, die ganze Geschichte. Also einfach Richtung Lost Place, tote Gleise, das ist hier so das Thema. Dieser Schienenstrang hier ist allerdings noch in Betrieb, das ist die direkte Verbindung zum neuen Hafen runter, da rollen auch Güterzüge drüber regelmäßig. Und das hat eben dann sozusagen die alte Strecke, die es mal irgendwann gab, im Laufe der Zeit ersetzt. Eigenbaubrücke in dem Fall, relativ simpel gehalten, alles mit der Modbox veranstaltet, mit Bogenelementen und hier ein bisschen ein paar Mauerelemente noch mit dran gebaut. Und weiter im Programm, Straßenanschluss besteht auch noch. Und das ganze Ding ist natürlich sehr stark zugewuchert. Deswegen habe ich hier auch wieder mit der üblichen Methode viele, viele Bäume versenkt, um einfach so einen sehr eingewachsenen, zugewachsenen Bahndamm darzustellen.
Und hier habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht, bin einfach mit dem Baumpinsel drüber gegangen. Man kann ja die verschiedenen Typen auswählen und deswegen habe ich hier einfach nur die ganzen Gebüsche und Haselnusssträucher und so weiter genommen und habe das hier einfach alles schön zugepinselt. Und so ist da im Laufe der Zeit auch ein ganz nettes Areal entstanden. Dann noch ein bisschen Handarbeit, noch mehr Bäume, noch mehr Gebüsch und so weiter. Das ist natürlich auch schon eine ganze Weile her und ich habe diesen Bauabschnitt auch in einigen Videos schon mal gezeigt. Und jetzt kommt eben die passende Bastelfolge dazu. Ein paar alte Gebäude sind auch noch stehen geblieben. Oder zumindest in Teilen. Alte Lagerhallen. Das hier soll dann so eine alte Verladerampe darstellen. Die ich mir auch nochmal mit der Modbox hingebastelt habe. Die Texturen passen auch einigermaßen mit den vorhandenen Laderampen, die an den Gebäuden mit dran heften, zusammen. Und auch das wird natürlich alles noch schön eingewachsen, zugewuchert, damit das alles schön verfallen aussieht. Die Natur holt sich ja alles irgendwann zurück, wenn da keiner mit einem Rasenmäher unterwegs ist. Und auch hier unten im Uferbereich, wo irgendwann mal eben die Verladestellen waren für die Schiffe. Alles schön eingewachsen. So, dann gehen wir hier nochmal mit den Texturen drüber und pinseln da überall auch einfach noch Gras drüber. Bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Und so nimmt das Ganze dann langsam Gestalt an. Auch die Gleisfeldleuchten stehen da noch rum. Halte ich auch nicht für unrealistisch. Also ich habe mir natürlich schon öfter mal Bilder von diversen stillgelegten Bahnarealen angesehen. Und das ist jetzt nicht unüblich, dass da noch Gleisfeldleuchten rumstehen. Und so sieht das eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter ins Detail. Bisschen Grünzeug nochmal dazu. Und hier in diesem Bereich habe ich doch nochmal versucht, mit den Modbox-Elementen hier so eine, naja, ein paar Ruinen darzustellen. So die Überreste von irgendwelchen alten Lagerschuppen, wo man noch Teile der Dachkonstruktion erkennen kann. Aber das ist halt alles eingestürzt und kaputt. Aber mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, kann man schon erkennen, dass das einfach alte Lagergebäude darstellen soll. Oder beziehungsweise die übrig gebliebenen Ruinen davon. So, noch ein paar Bretter verteilen. Und dann war es das auch im Wesentlichen schon zum Thema Gebastel der heutigen Folge. Und wie üblich gibt es abschließend noch ein paar bewegte Bilder rund um den aktuellen Bauabschnitt, rund um diesen stillgelegten Güterbahnhof. Im Hintergrund seht ihr ja auch, da ist auch noch ein bisschen mehr dazugekommen auf dieser ganzen etwas vorgelagerten Insel, die noch irgendwie so zu Friedrichsburg dazugehört. Da ist einfach noch ein ganzer Stadtteil entstanden, würde ich sagen, gehört eben auch noch zu Friedrichsburg. Und das Ganze abgerundet auch noch mit einer weiteren Bahnstation. Das werden wir bei Zeiten nochmal in eine eigene Folge packen und ein bisschen genauer in den Fokus nehmen. Das hätte den Rahmen für diese Folge jetzt einfach gesprengt. Ich habe gefilmt aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Brennweiten, habe die vorbeifahrenden Züge ein bisschen unter die Lupe in den Fokus genommen. Das bekommt ihr jetzt noch zu sehen. Es kam ein bisschen was zusammen. Das läuft noch knapp 13 Minuten weiter. Viel Spaß damit! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.